Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meinem nachträglich aufgenommenen Vortrag, den ich am 3. Juni im Rahmen der Campusgespräche des Landkreises Marburg-Biedenkopf gehalten habe, und zwar in Form einer Webkonferenz, dieses Mal aufgezeichnet im Homeoffice. Bevor ich beginne, möchte ich Sie mit einem Video einstimmen. Nach diesem Video entsteht leicht der Eindruck, dass das, was in der Dreisat-Mediathek in diesem Video gesagt wurde, tatsächlich heute Realität ist. Denn das, was gesagt wird, hier intelligente Maschinen haben erobert, führen komplexe Aufgaben durch, ersetzen den Menschen. Die blau gekennzeichneten Verben sind im Präsens, also sie suggerieren, dass das in der Tat schon so ist. Denn die Frage muss doch gestellt werden, sind denn Roboter wirklich keine dummen Arbeiter mehr? Sind sie Staatsbürger, erfüllen sie menschliche Sehnsüchte und so weiter? Ich stelle diese Frage und werde Ihnen zeigen, dass Roboter zumindest im Bildungsbereich uns in keiner Weise, Stand heute, ersetzen werden. Allerdings muss auch gesagt werden, und diese Kritik werde ich mir im Laufe der kommenden Minuten immer wieder erlauben, dass Deutschland, so wie die Frankfurter Allgemeine schrieb im November 2019, im Bereich KI doch weit zurückgefallen ist im internationalen Kontext. Und auch im Bereich der Digitalisierung, wie diese Studie zeigt, deren Link ich hier oben angegeben habe, diese Studie, die den Index of Digital Lifelong Learning Readiness im November 2019 im Rahmen der Europäischen Union veröffentlicht hat, zeigt, dass Deutschland weit hinten liegt. Wir haben den ehrenvollen 27. Platz unter 27 EU-Mitgliedern Stand Ende 2019 erreicht. Großbritannien war schon nicht mehr dabei. Und es ist doch ziemlich frustrierend, erfahren zu müssen, dass wir am skeptischsten unter den europäischen Nationen sind, was die Digitalisierung anbelangt, dass wir keine vernünftigen Programme zur infrastrukturellen Sicherstellung der Digitalisierung haben. Und für mich als jemand, der in der universitären Lehrerbildung tätig war, dass wir die Schulen und die dort tätigen Pädagogen überhaupt nicht ausgebildet haben, sodass sie in die Lage versetzt wurden, digitale Fähigkeiten und Kompetenzen ihren Schülern beizubringen. Wir sind sehr weit in Rückstand geraten. Hier ist meine Gliederung. Ich möchte zunächst über humanoide Roboter sprechen, im Allgemeinen, dann ihre Partnerrolle in der klassischen Lehre versuchen zu untersuchen. Danach werde ich den Ist-Stand nochmal aufgreifen und ich kann hier nicht mit Kritik sparen. Und schließlich werde ich im Rahmen der digitalen Lehre zeigen, wie Roboter als Partner im Lehrbetrieb und darüber hinaus eingesetzt werden. Und ganz zum Schluss werde ich noch einen Ansatz präsentieren, der gerade hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf demnächst eine große Rolle spielen wird. Schauen wir mal zunächst auf das Thema humanoide Roboter. Ist das wirklich Fiktion noch oder ist es schon Wissenschaft oder ist es Science Fiction? Genau zu diesem Punkt haben wir ein Projekt gestartet im Jahre 2017, nämlich das Projekt HART, das genau diese Frage zunächst mal untersucht hat, nämlich die Frage, welche Art von Robotern kann man überhaupt im Bildungsbereich einsetzen und an welchen Stellen, das ist die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist künstliche Intelligenz in irgendeiner Form zielführend in der Hochschullehre. Hier zunächst eine Übersicht über Roboter, die wir natürlich auch erstellen mussten. Da gibt es zunächst mal die humanoiden und die nicht-humanoiden Roboter. Ich glaube, ich muss niemandem die Unterschiede erklären. Humanoide Roboter haben menschenähnliche Merkmale, ein Torso, Gliedmaßen, Kopf, Gesicht und so weiter. Man bezeichnet das auch als Anthropomorphismus. Wichtiges Merkmal für solche Roboter. Es gibt bestimmte Arten von humanoiden Robotern, die Androiden. Das sind Roboter, die aussehen sollen wie echte Menschen. Und noch weitergeführt
ist dieses Konzept bei den Geminoiden, die in der Tat Klone existierender Menschen sind, also maschinelle Klone, wie hier der Klon von Professor Ishiguro. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, ob der Klon links oder rechts abgebildet ist. Als wir unsere Studenten gefragt haben, welche Art von Roboter sie sich vorstellen können, war die Antwort klar. Es sind die einfachen humanoiden Robotern, nicht Androide und auch nicht geminoide Roboter. In einer zweiten Frage haben wir dann versucht herauszufinden, in welcher Form sich diese Roboter für den Bildungskontext eignen. Und da trat sehr schnell eine fundamentale Unterscheidung auf. Zum einen können wir uns vorstellen, Roboter als Partner in der Lehre zu verwenden. In welcher Lehre, das werden wir noch sehen. Also als Assistenten zur menschlichen Lehrperson. Eine ganz andere Rolle ist die Verwendung von Robotern als Werkzeug, wo wir an Robotern lernen, wie Robotik und künstliche Intelligenz wirken können und wie man mehr darüber in Erfahrung bringen kann. Danach haben wir uns angesehen, wie die Roboter eigentlich aussehen müssen und haben verschiedene humanoide Roboter einmal unseren Studenten präsentiert und sie gefragt, was sie davon halten. Und da kam sehr schnell heraus, dass Roboter, die eine Größe von 60 Zentimetern kaum überschreiten, für eine Partnerrolle eigentlich nicht in Frage kommen. Sie sind schlicht zu klein, denn wer kann sich einen Partner vorstellen, der wie eine Puppe auf einem Tisch stehen muss? Ganz anders sieht das bei diesen Modellen aus, die die 1-Meter-Grenze zum Erreichen oder gar überschreiten. Da wurde klar, dass Roboter wie Surena 3 aus dem Iran viel zu groß sind und fast furchteinflößend, während Roboter wie Pepper und Asimo genau die richtige Rolle einnehmen. Sie sind ca. 1,20, 1,30 groß. Das heißt, wenn Menschen auf Stühlen sitzen, befinden sie sich auf Augenhöhe. Und wenn Menschen stehen, müssen die Roboter zu ihnen aufschauen. Und das ist genau eine Rolle, die uns sehr gefällt. Unsere Entscheidung war dann klar. Pepper kostet ca. 20.000 Euro mit allem drum und dran. Asimo ist für mehrere Millionen Dollar nur erhältlich und auch nur in begrenzter Anzahl. Also haben wir uns mit Pepper-Robotern befasst. Und dann haben wir zunächst die Frage gestellt, können Roboter und damit auch künstliche Intelligenz im Bereich der klassischen Lehre eine Rolle spielen? Schauen wir mal rein in die klassische Lehre. Sie funktioniert ja so. In einem Hörsaal oder Seminarraum werden Inhalte in großen Zügen und großen Anteilen heute noch frontal vermittelt. Eine Person steht vor einem Publikum und vermittelt Inhalte. In einer zweiten Phase werden diese Inhalte vertieft. Klassischerweise nennt man diese Phase Hausaufgaben. Da werden Aufgaben bearbeitet, da werden Recherchen durchgeführt, Analysen, auch Kompetenztraining, aber die Lerner sind in der Regel auf sich selbst gestellt. Und so kann man die Frage stellen, wie wäre es denn mit einem Roboter als Berater und Betreuer in dieser Phase? Nun, ich glaube, aus finanziellen Gründen ist das schon gar nicht möglich. 20.000 Euro pro Roboter als Berater. Ich denke, viele Dienste, die man hier abrufen möchte, sind auch so im Internet verfügbar. Also kommt diese Variante der Roboternutzung in der klassischen Lehre nicht in Frage. Die zweite Frage war dann, könnten wir es uns vorstellen, Roboter im Hörsaal als Lehrperson einzusetzen und den menschlichen Lehrer ersetzen? Schauen wir mal die Robotertypen an. Links Hiroshi Ishigurus Geminoid, in der Mitte Sophia, die wir schon im Video kennengelernt haben, als sogenannte Staatsbürgerin von Saudi-Arabien. Bei beiden dieser humanoiden, dieser speziellen humanoiden Robotern fällt auf, dass wir ein unangenehmes Gefühl haben, wenn wir sie anschauen. Ein Gefühl des nicht richtig Lebenden. Das sogenannte Uncanny Valley, ein Tal, ein Gefühl der Verunsicherung. Und genau deswegen mögen Menschen diese Roboter zurzeit nicht. Wie sieht's mit Yuki aus, einem Pepper-Modell, das wir im Hörsaal eingesetzt haben, wie Sie hier auf diesem Bild sehen, in einem Seminarraum? Die Frage ist, kann der Inhalte vermitteln? Kann der vor einem Publikum stehen und über etwas reden und dieses zielführend einsetzen? Wir haben herausgefunden in verschiedenen Experimenten, auch in einer Masterarbeit, dass das nicht möglich ist.
oder nur bedingt möglich ist. Denn dem Roboter fehlt genau das, was mir jetzt auch fehlt. Er kann nicht fokussieren. Ich weiß ja nicht, wohin ich gucken soll, außer auf den Bildschirm. Ich kann auch keine Antworten herausfiltern, weil in einem Hörsaal ja verschiedene aus verschiedenen Ecken diese Antworten oder Fragen kommen können. Und auch die Emotion ist eingeschränkt. Ich wirble ja nicht mit meinen Armen hier herum. Wozu? Und der Roboter kann das auch nur standardmäßig machen in einer Art emotionalen Monotonie. Mit anderen Worten, die Gründe für das Nicht-Funktionieren von Robotern als Lehrerersatz sind vielfältig. Aber klar ist, derzeit ist es nicht möglich, Roboter als Lehrerersatz in längeren Vorträgen oder Rollen zu definieren, zu nutzen. Damit haben wir die erste Antwort auf die Frage Roboter in der Hochschullehre. Wie sieht das denn aus mit künstlicher Intelligenz, mit Computerprogrammen, die hier hilfreich sind? Nun, eine Voraussetzung für künstliche Intelligenz, egal in welchen Lehrformaten, sind digitale Daten. Man muss irgendwie an Daten rankommen, um einen Computer und ein KI-Programm über diese Daten Auskünfte einzuholen. Nur in der klassischen Lehre gibt es diese Daten nicht. Wo sollen die herkommen? Aus dem Hörsaal Anwesenheitslisten? Außer den Namen und vielleicht dem Hintergrund der angemeldeten Personen weiß man sehr wenig über den Lehr- und Lernfortschritt der Anwesenden. Und in der Inhaltsvertiefung, da könnte man eventuell Hausaufgabendaten sammeln, aber das ist sehr kompliziert, sodass man derzeit konstatieren muss, künstliche Intelligenzmethodik kann in der klassischen Lehre keinen Sinn machen, weil die Datenlage schlicht zu dünn ist. Nun haben wir ja seit einiger Zeit eine besondere klassische Lehre, nämlich die synchrone virtuelle Präsenzlehre. In dieser virtuellen synchronen Präsenzlehre wird ja der Hörsaal ersetzt durch einen Menschen, der vor einem Computer sitzt und in Form einer Webkonferenz die Inhalte vermittelt. Abgesehen von der fragwürdigen neuen Variante der klassischen Hochschullehre, denn es ist ja nur eine Variante der klassischen Lehre, ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues, das Lehr- und Lernprinzip bleibt ja das gleiche, Inhaltsvermittlung durch eine Person, Inhaltsvertiefung, selbstgesteuert. Abgesehen davon fallen hier ebenfalls nur wenige Daten an. Was man machen könnte, theoretisch, wäre, dass man die Teilnehmer an den Webkonferenzen mit deren Webcams aufzeichnet, Daten sammelt, vielleicht Eye-Tracking durchführt und feststellt, wo die hinschauen, sodass man deren Aufmerksamkeitsgrad messen kann. Das wird derzeit allerdings nicht gemacht, sodass man schlicht und einfach auch hier sagen muss, künstliche Intelligenzmethodik in dieser Art der derzeit durchgeführten synchronen virtuellen Präsenzlehre ist schlicht und einfach nicht möglich. Der Ist-Stand ist also ziemlich fatal. Wir führen klassische Lehre durch, auch wenn sie derzeit etwas anders aussieht, und befinden uns, wie die Frankfurter Allgemeine ja im November noch schrieb, in einer digitalen Steinzeit, die etwas besser geworden ist, weil ja nun diese virtuellen Präsenzphasen durchgeführt werden. In Studien zum Stand der künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung in Deutschland kommt ebenfalls am Ende des Jahres 2019 heraus, dass KI an den deutschen Hochschulen noch in den Kinderschuhen steckt. Ich habe Ihnen hier den Link zu der Studie Machine Learning and Artificial Intelligence in Higher Education beigelegt, sodass Sie das selbst nachvollziehen können. Die Situation ist nicht gut in Deutschland. Das haben schon im Mai 2019 die beiden bayerischen Professoren Brems und Welpe in einem Interview mit Forschung und Lehre konstatiert. Brems hat gesagt, wir stehen im Prinzip immer noch auf dem Stand von 1995. Wir sind in der digitalen Steinzeit stehen geblieben. Während und nach Corona kann ich sagen, nun gut, wir haben mittlerweile einige Webtools kennengelernt, die es uns erlauben, diese synchrone Präsenzlehre durchzuführen, aber viel mehr ist da immer noch nicht. Und die Kollegin Welpe hat hinzugefügt, aus diesem Stand kommen wir nicht raus, indem wir jetzt digitale Geräte einsetzen und diese kaufen, sondern wir müssen wirklich die Lehre, das Lehren und Lernen neu denken. Das ist der zentrale Punkt.
Und schon 2017 hat in seinem Buch Der Abstieg des Westens dieser Mann entsprechende Warnungen ausgesprochen, die allerdings nicht erhört wurden. Technologisch müssen wir extrem aufpassen, in der Technologie des 21. Jahrhunderts, in der Informationstechnologie, nicht abgehängt zu werden. Wir sind abgehängt. Wir haben nichts zu bieten in dem Bereich künstliche Intelligenz und Robotik in der Hochschullehre und die digitale Lehre befindet sich nach wie vor im klassischen Format. Es wurde aber einiges getan, das muss man ja zumindest konstatieren. Schauen wir mal rein, was gemacht wurde. Ich nenne es die digitale Anreicherung. Die klassische Lehre, hier abgebildet, wurde zumindest, was die Inhaltsvermittlung anbelangt, durch Hörsaaltechnologien erweitert. Interaktive Whiteboards, Smartphone-Nutzung für Live-Voting-Systeme nur als ein Beispiel, natürlich PowerPoint und möglicherweise noch andere Technologien, die hier zusätzlich eingesetzt wurden. Die Lehre ist digitaler geworden, ganz klar. Und im Bereich der Inhaltsvertiefung, nun ja, da kennen wir den zentralen Effekt, den kann man mit den drei Buchstaben PDF charakterisieren. Alles, was irgendwie möglich war, wurde PDFisiert, wurde auf Servern abgeladen und dort bereitgestellt. Manche haben noch Videos dazu bereitgestellt und wiederum einige, die es noch besser meinen wollten, haben kleine Tests, vorwiegend im Multiple-Choice-Format, bereitgestellt, um ihren Studierenden auch die Möglichkeit der Interaktion zu bieten. Die Lehre ist digitalisiert worden, keine Frage. Aber was war der Effekt? Nun, der Effekt ist doch hier sichtbar. Warum soll ein Student, der eine Vorlesung in welchem Fach auch immer besuchen möchte, von Biedenkopf nach Marburg an einem kalten Wintermorgen fahren, wenn denn die Materialien ohnehin auf einem Server bereit liegen? Und da wir die Präsenzpflicht nicht mehr flächendeckend haben an den deutschen Hochschulen, ist dieser Effekt eingetreten. Die Hörsäle wurden zunehmend leerer. Nun sind sie ganz leer, weil wir die virtuelle Präsenzlehre, die synchrone virtuelle Präsenzlehre durchführen, die uns zumindest den räumlichen Aspekt etwas erleichtert haben, denn wir können nun von einem beliebigen Ort aus die Inhalte vermitteln. Allerdings zeitlich sind wir nach wie vor gebunden, sodass man hier sagen kann, der Effekt ist eigentlich immer noch der gleiche. Je besser die digitalen Elemente in der Inhaltsvertiefung sind, desto weniger sind wir geneigt, an der Inhaltsvermittlung teilzunehmen, weil ja alles da ist. Wir müssen also, und das möchte ich nochmal betonen, das, was die Kollegin Welpe gesagt hat, wir müssen das Lehren und Lernen neu denken. Andere Länder tun das schon lange. Hier habe ich nur mal ein paar Fotos mitgebracht von einer Veranstaltung, die ich im Frühjahr dieses Jahres in Al Ain bei der United Arab Emirates University war. Ich war bei dieser Veranstaltung und durfte dort auch mitwirken und habe unter anderem auch diesen Vortrag, den Sie hier oben rechts sehen, gesehen. Artificial Intelligence in Education, gehalten von einer jungen Dame, deren Abaya uns eigentlich immer signalisiert, die haben überhaupt keine Ahnung. Die sind ganz weit in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sodass ich sie hier unten aufgeführt habe als die World Leaders, zu denen China, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Schauen Sie mal die Workshops an, oben links, die abgebildet sind für Schülerinnen und Schüler, die die Hochschule anbietet. Das sind Themen, bei denen zucken wir schlicht mit den Schultern an deutschen Hochschulen. Wir müssen also etwas tun und das, was wir tun müssen, ist zunächst einmal eine andere Lehrform. Wie gesagt, das Lehren und Lernen neu denken, die digitale Lehre. Hier sehen Sie Bilder aus der digitalen Lehre. Die oberen beiden sind Bilder aus einer Präsenzphase. Das untere ist ein Bild, das die Inhaltserschließung durch mobile Endgeräte symbolisiert. Schauen wir mal rein. Hier nochmal ein Bild der klassischen Lehre. Die klassische Lehre hat ja so funktioniert, dass die Inhalte, die in einem Hörsaal frontal vermittelt wurden, aus dem Kopf dieses frontalen Inhaltsvermittlers oder in diesem Fall der Inhaltsvermittlerin kommen, aus Büchern und aus Skripten. Heute könnte man ergänzend sagen, statt dem hörsaalgebundenen frontalen Unterricht haben wir auch die Webkonferenz als Möglichkeit, sodass sich das etwas erweitert hat. Aber es ist eigentlich immer noch das gleiche Prinzip. Die Inhaltsvertiefung diente und dient immer noch
der Durchführung von Analysen, Übungen, Aufgaben, Kompetenztraining und so weiter. Und die ist selbstgesteuert. Wer sich's leisten konnte, die finanziellen Mittel hatte oder zusätzlich auch die personellen Mittel, konnte Tutorien einrichten, sodass die Inhaltsvertiefung begleitet durchgeführt werden kann. Allerdings nicht durch top ausgebildete akademische Personen, sondern in der Regel durch studentische Hilfskräfte, durch angeleitetes Personal. Das ist die klassische Lehre. Nun hat sich aber eines im 21. Jahrhundert dramatisch verändert. Die Inhalte, die vermittelt werden, die sind heute im Internet abrufbar. In digitalen Büchern, in digitalen Skripten, auf YouTube, über spezielle Plattformen. Ich habe mir erlaubt, hier einmal unsere Plattform mit aufzuführen, The Virtual Linguistics Campus. Dort liegt alles vor. Und wir wissen auch, wie wir unten am unteren linken Bildrand sehen, in der Studie Horizont 2019, wenn Sie das als Suchbegriff eingeben, kommen Sie auf diese Studie, dass immer mehr Schüler und somit natürlich auch Studenten mit YouTube-Videos lernen, anstatt zu Büchern zu greifen. Das können wir kritisieren oder nicht. Es ist einfach so. Und wenn diese Situation eingetreten ist, dann müssen wir die Frage stellen, ist dann die frontale Inhaltsvermittlung von Wissen, was ohnehin im Internet vorhanden ist, noch sinnvoll? Oder wäre es nicht besser, wir würden dieses Wissen digital aufbereiten und den Studierenden für das Selbststudium anbieten? Und die Lehrperson stattdessen in die Inhaltsvertiefungsphase übernehmen und dort Präsenzphasen durchführen, die ganz anders strukturiert sind, wo akademische Begleitung erfolgen kann, wo die Analysen und Recherchen zusammen mit den akademischen top ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Sie mögen fragen, naja, funktioniert das überhaupt? So richtig funktioniert es nur dann, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, wenn Sie noch etwas dazwischen schalten, was heute aber problemlos möglich ist, nämlich das elektronische Assessment, also digitale Tests, in dem die Lernenden beweisen können, was sie im Selbststudium gelernt haben und die begleitenden Lehrpersonen vor der Inhaltsvertiefungsphase wissen, wie gut ihre Studierenden vorbereitet sind. Um Ihnen hier mal Werte zu geben, in meinen Kursen der vergangenen Jahre lag die Vorbereitung bei 75% und die Anwesenheit bei 80% ohne Anwesenheitspflicht. Und damit konnte man gut in den Präsenzphasen leben. Wir haben also hier ein neues Modell, das die Phasen der Inhaltsvermittlung und Inhaltsvertiefung umdreht, in eine andere Reihenfolge bringt. Ein Modell, das man Inverted Classroom nennt auf Hochschulebene. Und das ist nicht nur die Umkehrung, wie dieser Pädagoge sagt, sondern endlich die richtige Reihenfolge. Und in einem solchen Modell gibt es digitale Daten. Daten über die Nutzung von den verschiedenen Komponenten im Internet, Daten über Testergebnisse, Daten über Verweildauer, Daten über Nichtnutzung von bestimmten Links in den entsprechenden digitalen Szenarien, Daten über die Videonutzung und so weiter und so fort. Und diese Daten, die lassen sich auswerten. Und es gibt eine zweite Option, eine Option in dieser neuen Präsenzphase, sich begleiten zu lassen. Da wären natürlich menschliche Tutorinnen und Tutoren enorm wichtig, nur dafür fehlt das Personal und das Geld. Und deswegen kam unsere Idee auf, warum versuchen wir es nicht mit humanoiden Robotern als unterstützende Assistenten in dieser Inhaltsvertiefungsphase. Und hier setzt nun die Robotik und die künstliche Intelligenz an, die wir zum Beispiel einsetzen können, letztere, die KI, um die Daten auszuwerten und mit Chatbots in Dialoge einzutreten mit den Lernern auf dem Bildschirm über ihren Lernerfolg, über ihre Lernfortschritte, über Maßnahmen zur Erlangung bestimmter Ziele. Man nennt diese Art der Auswertung von Lernerdaten auch Learning Analytics. Und diese Learning Analytics kann man, und das ist unsere Idee, auch mit Robotern durchführen. Ich werde Ihnen später zeigen, wie das aussieht. Hier nochmal die möglichen KI-Methoden in dieser digitalen Lehre. Da gibt es eine Reihe von
Softwaremöglichkeiten, Softwareoptionen, mit denen, über die man mehr erfahren kann, über die einzelnen Elemente. Learning Analytics muss auch hier wieder Teil des Szenarios sein, wo zum Beispiel Aufgaben definiert werden in Abhängigkeit vom Lernfortschritt. Man kann darüber reden, indem man Chatbots einsetzt. Hier oben rechts sehen Sie das Wort ELIZA. Es steht für den ersten Chatbot, der überhaupt entwickelt wurde in den späten 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Systeme wie Alexa und Echo Dot kennen Sie bereits von zu Hause wahrscheinlich, die man für Frage- und Antwortmöglichkeiten einsetzen kann, aber auch für die MT, Machine Translation, die maschinelle Übersetzung. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, pädagogische Agenten in diesen Szenarien einzusetzen, die einem helfen, gewisse Themen gut aufbereitet besser zu verstehen, zum Beispiel Situationen in Chemielaboren und so weiter. Damit haben wir die erste Möglichkeit des Ansatzes von KI. Mir ist nicht bekannt, an welchen Hochschulen in der Lehre diese Systeme eingesetzt werden. Sie können auch gar nicht eingesetzt werden, weil wir keine digitalen Daten in der klassischen Lehre haben. Was wir schon finden können, und da empfehle ich mal auf die Webseite oncampus.de zu gehen, sind Chatbots, die über allgemeine Themen mit den Nutzern dieser Webseite in schriftlicher Form ins Gespräch kommen. Schauen wir mal auf das Thema Roboter als Partner im Lehrbetrieb. Jetzt geht es mir nicht mehr um die reine KI, sondern um die Robotik. Viele der Anwendungen, die auf Robotern entwickelt werden, haben noch nicht allzu viel mit KI zu tun, weil die Roboter nicht eigenständig handeln, sondern immer noch vom Menschen vorprogrammiert werden. Auch zum Beispiel in großen Teilen das, was die Dialogfähigkeit angeht. Hier nochmal das Lehr- und Lernmodell. Inhaltsvermittlung, digital. Danach ein Test, digital, und dann die Inhaltsvertiefung in kollaborativen Präsenzphasen. Und hier kann man sich überall die Robotik als Ansatzpunkt vorstellen, also Roboter, die über die entsprechenden Anwendungen verfügen. Das können sein Anwendungen im Bereich Assistenz, wo der Roboter in einem Seminarraum steht und dem Menschen assistiert, so wie auf diesem Foto zu sehen. Das kann auch sein im Bereich der Beratung, also im Bereich der Learning Analytics, wo Roboter den Lernerfolg von Studierenden einschätzen und dann mit den Studenten in ein Gespräch kommen. Und es kann auch schließlich sein eine Rolle als Prüfer, wo Roboter kurze mündliche Prüfungen durchführen, weil möglicherweise die Prüfer, die menschlichen Prüfer verhindert sind, keine Zeit haben oder es ihnen schlicht und einfach an den Möglichkeiten mangelt, ganz schnell mal eben eine Prüfung durchzuführen. Schauen wir mal rein in ein Szenario, das den Einsatz des Roboters als Berater über den studentischen Daten, die dem Roboter zur Verfügung stehen, durchführt. Wir nennen es die Robotersprechstunde. Nun, man mag sich fragen, ob diese Art von Auswertung von Lernerdaten und das anschließende Gespräch mit einem Roboter die einzig richtige Möglichkeit ist. Eines haben wir zumindest herausbekommen, sie ist für die Studierenden extrem motivierend. Der Roboter als sozialer Partner bietet eine gewisse soziale Emotionalität, die die Studenten zu würdigen wissen. Außerdem erfahren die Studenten Dinge, die sie sonst möglicherweise gar nicht erfahren könnten, weil es viel zu schwierig für die menschlichen Lernbetreuer ist, diese Daten auf die Schnelle so komprimiert darzustellen und darüber in Dialoge zu treten. Und dann gibt es noch eine Antwort aus unseren Evaluationen, die die Studenten eindeutig immer vorgebracht haben. Sie fühlen sich etwas sicherer, auch über Themen zu reden, mit denen sie vielleicht mit ihren Dozenten gar nicht ins Gespräch kommen wollten. Das sind also ist die Robotik und das Thema Learning Analytics. Ganz anders verhält es sich mit dem Einsatz von Robotern als Partner in der Präsenzphase der digitalen Lehre. Unsere Idee, die uns nach vielen Versuchen mit kleinen Applikationen
entstanden ist, ist, dass wir den Roboter für einen durchaus längeren Zeitraum einsetzen wollen. Also mindestens 20 Minuten. Und dass der Roboter in diesem Zeitraum die technischen und die inhaltlichen Aspekte der Lehre unter Kontrolle hat und somit dem menschlichen Lernbegleiter alle Freiheiten gibt, die Studierenden entsprechend zu betreuen. Schauen wir mal ein, was das sein könnte. Also die Aktivitäten sind zunächst mal eine Begrüßung, eine Einführung, dann möglicherweise noch ein, zwei Mastery-Tests, die die Studenten über ihre Smartphones beantworten können, dann in Abhängigkeit der Einschätzung der Ergebnisse weitere Testfragen oder weitere Aufgaben. Die Aufgaben sind kompetenzorientiert, sie werden zeitlich genau definiert und sie enthalten immer auch Kontrollfragen, um festzustellen, ob die studentischen Bearbeiter auf dem richtigen Weg sind und schließlich noch die Auswertung des ganzen Prozesses. Für jede dieser Aktivitäten gibt es separate Roboter-Applications. Hier sehen Sie mal unsere Namen, die wir diesen gegeben haben, die Master of Ceremonies Application, die Live Voting App, die Presenter App, die Quizmaster App und die Evaluator App. All das sind nun Einzelapplikationen, die gebündelt zu einem Gesamtpaket auf dem Roboter installiert werden und über eine Plattform aktiviert werden. Die Studierenden können sich mit dieser Plattform verbinden und dort dann auf ihren mobilen Endgeräten all das auch nachvollziehen, was der Roboter macht, sagt und vorschlägt. Leider haben wir eine solche Plattform in Deutschland bisher nicht gefunden. Die Plattform, die wir benutzen, zusammen mit unseren Partnern, ist die der Chinese University of Hong Kong und sie heißt ureply.mobi. Und diese Classroom Application Packages, die kann man nun immer erneut aufbauen für verschiedene Themenbereiche, sodass man am Ende, dass jeder Lernbetreuer seine CAPS, wie wir sie in Kurzform nennen, hat und diese bei Bedarf abrufen kann. Ja, ich fasse diesen Teil meines Vortrages zusammen. Lehren und Lernen in klassischen Formaten oder auch als synchrone virtuelle Präsenzphase, so wie das jetzt während der Corona-Krise gerade gemacht wird, mit einer klassischen Inhaltsvertiefungsphase, liefern uns nicht genügend Daten, um künstliche Intelligenz oder Robotik in irgendeiner Form hier einzubauen. Solange die deutschen Hochschulen in diesen Lehrformaten verweilen, müssen wir über KI und Robotik in der Hochschullehre nicht reden. Das ist ganz anders in der digitalen Lehre mit einer digitalen, selbstgesteuerten Inhaltsvermittlungs- und Erschließungsphase und einer kollaborativen Präsenzphase. Dort gibt es gerade auch durch das zwischengeschaltete E-Assessment erhebliche Datenmengen, sodass KI und Robotik sehr wohl eine große Rolle spielen können. Die Robotik zum Beispiel im Bereich des Partnereinsatzes in den Inhaltsvertiefungsphasen, KI und Robotik im Bereich der Beratung, Learning Analytics und der Diskussion über den Lernfortschritt und der Bedienung der jeweiligen digitalen Komponenten. Damit bin ich mit dem Kern meines Vortrages durch. Aber, und das wird auch für den Landkreis Marburg-Biedenkopf und möglicherweise für alle, die in diesem Landkreis auch im Bereich von Firmen einmal tätig werden, gerade Studierende, sehr wichtig sein. Und das möchte ich zum Schluss schildern. Hier oben sehen Sie noch einmal das Projekt HART, dessen wesentliche Erkenntnisse ich Ihnen im Laufe der vergangenen Minuten geschildert habe, Einsatz humanoider Roboter im Lehrbetrieb selbst und Einsatz von KI. Es gibt aber noch eine ganz andere Einsatzmöglichkeit, nämlich die des Einsatzes von Robotern in sogenannten Makerspaces, in offenen Werkstätten, in denen man den Umgang mit etwas erlernt und an den entsprechenden Geräten übt. Wir arbeiten also hier nicht mehr mit einem Roboter, sondern an einem Roboter. Die Idee kam uns 2017, als wir neben unseren Pepper-Robotern auch Nao-Roboter im Einsatz hatten, die sich aber nicht als Partner im Lehrbetrieb eigneten.
Also haben wir mal testweise einige Schüler eingeladen, damals von der Elisabeth-Schule, und haben sie 3 Tage lang zusammen mit unseren studentischen Hilfskräften an den Robotern arbeiten lassen. Und der Effekt war enorm. Es entstand ein völlig neuer Zugang zur digitalen Welt, den man als algorithmisches Denken bezeichnen kann. Und über diesen Zugang haben die Teilnehmer, die 7 Schüler, die es nur waren, der 11. Klasse, enorm viel über ihr eigenes Denken und über das maschinelle Denken und natürlich auch über Medien im Allgemeinen und der Organisation von Medien auf Maschinen gelernt. Diese Idee trugen wir dann weiter, sodass die Stadt Marburg im Mai 2018 das Robotikum in der Adolf-Reichwein-Schule eröffnen konnte. Einen Raum mit Laptops und Nao-Robotern, den Sie hier sehen. Zusätzlich gesponsert von der Sparkasse Marburg-Biedenkopf und eben der Stadt Marburg. Und seit dieser Zeit führen wir regelmäßig dieses Robotikum durch. Hier sehen Sie die Logos einiger Schulen, die ihre Schulklassen immer für 3 Tage in dieses Robotikum gebracht hatten. Und wir dann mit unseren studentischen Hilfskräften mit diesen Schülern 3 Tage lang gearbeitet haben. Sie können das auf der Webseite www.roboprax.de alles nachvollziehen. Interessanterweise kam auch eine Schule aus dem Landkreis, die Georg-Büchner-Schule aus Stadtallendorf, mit ins Robotikum, das eigentlich für die Schulen der Stadt Marburg reserviert war. Und so kamen wir sehr schnell auf die Idee, dieses Robotikum auch zu erweitern auf den Landkreis, und zwar so, dass Schulen im Landkreis entsprechend wie die Adolf-Reichwein-Schule ausgestattet würden. Die Einrichtung solcher Robotiker im Landkreis Marburg-Biedenkopf, wo nun auch Schulen mit dieser entsprechenden Möglichkeit ausgestattet werden, hat die Landrätin Frau Fründ gestern im Rahmen meines Vortrages übrigens bestätigt. Uns kam dann aber noch eine weitere Idee. Die Idee, nicht nur das Robotikum anzubieten, sondern zusätzlich einen vorgeschalteten Online-Kurs zu entwickeln, und zwar zielgruppenspezifisch, sodass wir die Schüler nicht nur mit dem Robotikum, sondern auch mit dem Online-Lernen bedienen könnten und gleichzeitig vor Beginn des Robotikums wüssten, wie gut die Schüler vorbereitet sind. Hinzu kam noch eine Forschungskomponente und die Integration des Konzepts in die schulische Bildung und in die Lehrerbildung. Seit 2 Semestern läuft bei uns an der Uni Marburg im Fachbereich 10, im Fachgebiet Anglistik, das Modul Roboteach, in dem genau das gemacht wird. Und so entstand das Projekt Roboprax, heute vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ebenfalls gefördert. Roboprax besteht nach wie vor im Kern aus dem Robotikum, hat nun aber den vorgeschalteten Online-Kurs RoboBase. Wer möchte, kann sich diesen Kurs gern anschauen. Er ist ja frei, kostenlos. Sie können sich einfach einloggen und mitmachen und sich diesen Kurs einmal angucken. Auf der Plattform www.oncampus.de ist er vorhanden. Einfach das Wort RoboBase eingeben, dann kommen Sie sofort in diesen Kurs, den mittlerweile, und das ist das Interessante, wenn Sie auf die Deutschlandkarte hier gucken, ganz viele schon absolviert haben, die gar nichts mit dem Marburger Robotikum zu tun haben. In dem Kurs können Sie digitale Badges erwerben, je nach Leistungsstand. Und so können die Lehrkräfte für das Robotikum vorher wissen, wie gut vorbereitet ihre Schüler in das Robotikum kommen und dann entsprechend das Übungsmaterial sofort anpassen. Mittlerweile gibt es 4 RoboBase-Kurse, sodass wir die Möglichkeit haben, zum einen an bestimmte Klassenstufen, 5 bis 10 und dann 11 bis 13 und Lehramt anzupassen und auch an die unterschiedlichen Nao-Robotertypen, die mittlerweile je nach Version auf dem Markt sind. Das Robotikum selbst ist natürlich nach wie vor der Kern. Mittlerweile, wer das sehen möchte, kann das Robotikum auch zu sich einmal einladen. Gegen einen geringen Obolus kommen wir gern mit dem Iglu in Ihre Räume und zeigen, was dort genau läuft. Sie sehen hier unten links, wie das dann aussieht, wenn das Robotikum on Tour ist. Und Sie können dann vor Ort live die große Begeisterung sehen, mit der Schülerinnen und Schüler sich der Robotik und damit der künstlichen Intelligenz nähern.
Ja, so haben wir ein neues System geschaffen, das System RoboPrax, das nun die Online-Learning, die echte Online-Lehre vorab zeigt, keine synchrone virtuelle Präsenzlehre, nein, eine echte Online-Lehre, eine unbetreute Online-Lehre sogar. RoboBase, anschließend den Makerspace mit Nao-Robotern, das Robotikum durchführt und zusätzlich auf universitärer Ebene mit den Modulen RoboEval und RoboFit ständige Auswertungen und Anpassungen an diesem neuen Modul vornimmt. Und wir freuen uns sehr, dass wir demnächst nicht nur die Stadt Marburg, sondern auch den Landkreis Marburg-Biedenkopf entsprechend unterstützen können. Wer das nachlesen möchte, der kann das gern tun, denn am 5.6. kommt dieses Buch raus, das ich neu geschrieben habe, zusammen mit meinen Teammitgliedern, die mich sehr unterstützt haben. Und dort können Sie im Kapitel 4 alles zum Projekt HART nachlesen, alles, was zur Partnerrolle von Robotern heute Wissenswertes erforderlich ist. Und Sie können im Kapitel 5 alles zum Thema RoboPrax, zur Robotik und zum Makerspace, das heißt zur Nutzung von humanoiden Robotern als Werkzeug, lesen. Darüber hinaus, so hoffe ich, gibt es zahlreiche weitere wissenswerte Informationen. Tja, und wenn Sie etwas über die Robotik in diesem Zusammenhang erfahren haben, dann würde es mich freuen. Ich hoffe, Sie haben aber auch gesehen, wo wir in Deutschland derzeit stehen, nämlich immer noch ziemlich am Anfang. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.